Dax im Erholungsmodus und Potenzial auf einen größeren Anstieg. Und damit herzlich willkommen zu meiner Daily DAX Morgenanalyse, wie immer, bevor ich mit der Analyse starte. Ganz kurz der Hinweis zu meinem YouTube-Kanal, wo ihr jetzt ja auch dieses Video schaut. Dort bin ich in der Regel bis zu dreimal die Woche live und trade in den DAX und den Dow Jones in meinen systematischen Handelsstrategien. Also, falls du das noch nicht getan hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keinen neuen Livestream und auch kein neues Video mehr zu verpassen. Und dann schauen wir auch nochmal auf den Wirtschaftskalender. Und gestern gab es ja die Verbraucherpreise aus den USA, Verbraucherpreise aus Deutschland waren jetzt nicht so interessant, aber gestern Verbraucherpreise aus den USA und die sind deutlich niedriger ausgefallen und heute um 14.30 Uhr gibt es dann auch nochmal die Erzeugerpreise aus den USA, die nicht weniger spannend sind. Dann schauen wir auch auf den Chart und zunächst einmal auf den gestrigen Handelstag bzw. auf die gestrige Analyse und der DAX hat das Long-Szenario gespielt und konnte oberhalb vom Dienstagshoch eröffnen. Somit gab es für mich ein ja, latentes Long-Signal, sodass ich eine bei Limit Order platziert habe, meine Buy-Limit-Order wurde nicht ausgeführt und die Short-Position, die hier noch offen ist, die wurde dann gestern regulär gehatcht und somit ist hier jetzt ein offener Edging-Block und der wird dann ganz normal weiter verwaltet, wie das geschieht, beziehungsweise wie das Ergebnis ist, das werdet ihr dann sehen, wenn die Geschichte dann aufgelöst wird, entweder im Verlust oder regulär, wenn der DAX wieder die Richtung Süden ansteuert und die Short-Position dann rausgeholt wird. Ja, also, der DAX hat dann wunderbar im Long-Szenario gehandelt, konnte sich dann am Vortageshoch dann entsprechend abstoßen. Und ja, da ist dann im Prinzip nicht viel passiert bis zu den News und über die News ging es dann ähm, deutlicher äh, rauf, dann wieder runter zum Ausgangspunkt und dann erfolgte eine weitere Erholung und jetzt baut sich der DAX Long auf. Übrigens analog zum Dow Jones, der kann sich jetzt auch noch recht stark halten und der NASDAQ war gestern ja deutlichst abgeschlagen. Somit gab es gestern keinen weiteren Trade und heute wird es dann in. Interessant, wie es dann letzten Endes weitergeht. Und wir haben jetzt eine Long-Struktur drin und die ganze Geschichte sieht ganz gut aus für Long. Long ist heute auch das favorisierte Szenario. Jetzt wird es allerdings wichtig, dass sich der DAX weiter behauptet und auch weiter steigen kann. Wichtigste Marke auf der Unterseite ist jetzt erst einmal die 18.500. Dort befindet sich auch die Tageseröffnung von gestern und dann, wenn der DAX unter die 18.500 fällt, befindet er sich auch deutlich in der Opening-Range von gestern. Und ihr wisst es ja, wenn in die Opening Range eines Vortages hineingehandelt wird, dann sollte dieser auch zu einem gewissen Maße durchgehandelt werden können und dann wird auch das Vortagestief wieder interessant und rückt entsprechend in den Fokus. Strukturell ist der DAX jetzt erst einmal long. Wir haben jetzt ja, eine schöne Umkehr oder ein schönes Eindrehen in die Long-Richtung. Der DAX ähm, machte ja. Zuletzt die Korrektur und dreht jetzt wieder schön in die Long-Richtung ein. Somit haben wir dann auch eine klassische Trendwende-Situation und damit das Potenzial auf weiter steigende Kurse. Natürlich haben wir größere Widerstände auf der Oberseite und der letzte Trendbruch bzw. der letzte Ausbruchsversuch scheiterte ja. Hier haben wir einen klassischen Fehlausbruch gesehen und das wird jetzt wichtig, dass diese Zone oberhalb von 18.600 Punkten jetzt auch rausgenommen wird und dass es den DAX weiter nach oben trägt. Die 18.600 ist da zusammen mit dem Vortagestief der erste größere Widerstand auf der Oberseite und oberhalb der 18.600 geht es dann weiter bis in den Bereich der Tageshochs hier. Also da wo der DAX stärker auf der Unterseite reagiert hat bei ca. 18.650 Punkte und darüber kommt ja dann auch schon die Marke von 18.700 Punkte. Für die Shortseite ist es wichtig, dass der DAX im Idealfall nicht großartig weiter nach oben kommt und dann im besten Falle noch vor Kasse Handel Anfängt nach unten einzudrehen und dass die 18.500 dann im weiteren Verlauf rausgenommen wird. Und unterhalb der 18.500 hatte ich ja schon gesagt, sollte es eigentlich auch relativ zügig bis an das Vortagestief gehen können. Und hier in dieser Zone wird es dann interessant, nach welchem Muster der DAX dann verfährt. Also wenn er den Ausbruch nach unten macht, schiebt es ihn dann direkt wieder nach oben oder sehen wir Handel, der sich hier etabliert bzw. anhaltende Kontinuität. Dann hätten wir hier wieder lokale Tiefbereiche, die dann in in den Fokus rücken und als erstes größtes Ziel dann die Marke von 18.300 Punkte. Ja, ansonsten gibt es von der aktuellen Lage jetzt nicht viel weiter zu sagen. Also, der DAX ist jetzt erst einmal long und somit werde ich für heute auch eine neue Long-Position reinnehmen. Das einzige, wo dann long mehr oder weniger abgesagt ist, wäre dann, wenn der DAX unterhalb der 18.400 eröffnet. Das ist aber so gut wie ausgeschlossen. Also, für heute gibt es im systematischen Handel einen neuen Long. Dann schauen wir noch mal ganz kurz auf den Tageschart, aber ich wollte diesen Tageschart hier haben und da sehen wir es jetzt nochmal hier, diese Zone des Strukturbruchs, das hat der DAX ja so minimalst gemacht, aber scheiterte da deutlich und so wie es dann entsprechend auch gesagt habe, dass der DAX zwar zurückkommt, aber die grundlegende Longstruktur, auch wenn sie stark korrektiv ist, ist ja noch intakt und somit jetzt hier massiv auf die Shortseite zu setzen, ist nicht die beste Wahl und letzten Endes sehen wir jetzt die Nummer auf der Oberseite, aber jetzt muss es dann letzten Endes auch weiter rausgetragen werden. Wenn Short, dann ist jetzt hier die beste Zone, von wo aus der DAX wieder in die Short-Richtung eindrehen könnte. Und sollten die News heute entsprechend rauskommen, könnte der DAX heute Abend dann auch schon wieder etwas tiefer stehen oder im besten Falle für die Long-Seite, was dann auch mehr der aktuellen äh, charttechnischen Lage bzw. auch äh, was dann der Trendsituation entspricht, wäre es, wenn der DAX sich jetzt äh, weiter erholt und dann im weiteren Verlauf auch die Marke von 18.700 knackt und dann wären wir auf Allzeithochkurs mit der Perspektive relativ zügig dann auch auf ein neues Allzeithoch zu handeln. Ja, schauen wir nochmal ganz kurz auf den äh, Wochenchart und da wird es jetzt entsprechend interessant, wie diese Wochenkerze äh, schließt und sollten wir heute weiter steigende Kurse sehen, dann äh, wird klar, dass wir dann eine deutlich positive Wochenkerze bekommen. Und auch wenn der Ausbruch heute nicht ganz glückt, so wäre die Geschichte dann immer noch longlastig für die kommende Woche. Anders würde es dann aussehen, wenn wir heute mit dem Handelsschluss eine negative Wochenkerze bekommen. Das würde dann für die kommende Woche erst einmal kein so bullisches Signal liefern. Ja, das war es dann auch schon mit dieser Daily DAX Morgenanalyse. Wenn es euch soweit gefallen hat, dann gerne einen Daumen hoch da lassen. Mein Video teilen nicht vergessen, wenn es euch weitergeholfen hat. Ansonsten wünsche ich euch einen hervorragenden Hervorragenden Handelstag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.